kind of 12 to 6 adults can be used to, they have a lot on the ground. Okay, if you have any question, ask me right now. Any questions, shake hands, rock and roll. Mick, unser vorletzter Kampf. Die Blicke sprechen für sich. Wir sind hier im Bereich 73 Kilo, Catchweight, Team Planet Eater gegen Elite Fighters, NWA Gym. Und das ist der Co-Main Event des heutigen Runde, Abends. Round one. Gibt das Match frei. Shake hands und wir wissen, worum es geht. Jihad Akiba, der erfahrene Kickboxer mit über 60 Kickbox-Kämpfen, von denen er 48 erfolgreich für sich hat bestreiten können. Ihm gegenüber Tony Sipos, der hier sofort den Takedown sucht. Es gelingt ihm auch, landet in der Halfguard, steigt hier zum Kruzifix über. Und Jihad hier extrem defensiv, muss hier schauen, wie er weiterarbeitet, versucht hier einen Sweep zu machen, funktioniert von da aus nicht. Aber trotzdem auch, ja. Nordic Ashley bringt das Ganze wieder auf die Beine. Ja. Zu wenig Action hat er hier gesehen. Bringt jetzt hier vermehrt High Kicks, ist vielleicht nicht die beste Variante, wenn er das Ganze im Stand halten will. Die Antwort von Tony Sipos, der ebenfalls einen High Kick wirft. Gute Rechte, die gesessen hat hier, von Jihad. Und der Logik hinterher. Und dann der Shoot von Weitem von Tony Sipos. Gelingt ihm zumindest, das Bein rauszuheben. Jihad hier jetzt mit dem Rücken am Cage. Das könnte ihm helfen, auf den Beinen zu bleiben. Und die kurzen Knie auf den Oberschenkel von Jihad Akiba. Die wird er später noch spüren, sollte das Match noch weiterlaufen im Cage. Tony Sipos weiter unermüdlich. Nimmt hier Ellbogen zum Kopf. Die sind erlaubt gewesen. Zieht jetzt raus. Jihad kämpft hier ums Überleben, bleibt immer noch auf dem Bein, macht das sehr gut, sehr erfolgreich. Setzt gute Ellbogen und die spürt Toni auch. Das ja, man sieht sie mittlerweile auch, genau. Ja, also Toni ist halt wie verbissen, wie ein Terrier. Will auch gar nicht von ihm los, er will den Takedown haben. Ist mit einer Sichel. Ja, dass er im Stand nichts von Jihad wissen will, ist nachvollziehbar. Hat auch natürlich nicht die Erfahrungswerte, die Jihad im Stand hat. Und jetzt hat Jihad sich den Underhook sichern können auf der rechten Seite. Dreht seinen Gegner hier in den Cage. Der Greifkopf an der Guillotine. Harte Schläge, die Toni hier nehmen muss. Er scheint auch kurz gewackelt zu haben. Und Jihad jetzt wieder am Start. Schönes Abtauchen von Toni Sipos, der Mann aus der blauen Ecke jetzt rechts im Bild, liebe Zuschauer. Der das Ganze hier auf den Boden bringen will, obwohl er im Interview im Vorfeld noch gesagt hat, ey, ich will mich testen. Die zweite Runde, Round 2. Ich will mich erstmal im Stand testen, aber das sah jetzt gerade in der ersten Runde ganz anders aus. Manchmal ist es ernüchternd, geht dann schneller als man denkt und man weiß, doch kein Striking mit dem Gegner. Starke da war der High-Kick gesetzt. Stark und sehr kraftvoll. Ja, aber Tony Sipos hat zeitgleich einen High-Kick gesetzt und hat dann das Gleichgewicht verloren, beziehungsweise das Standbein ist weggetreten worden. Hat keine reine Schlagrichtung, ein schöner Schlag zu Leber hier von Jihad, der Tony hier in den Rückwärtsgang zwingt. Schönes Knie, aber Tony klammert sich am Bein fest und Tony setzt jetzt schöne Knie zum Oberschenkel. Jihad jetzt aktiv hier im Clinch, bleibt sogar im Clinch. Schwingt hier Tony weiter in den Rückwärtsgang. Also wenn so ein Tritt landet, wird es auch schnell dunkel. Dann wird es schnell dunkel, aber wenn ich weiß, mein Gegner will auf den Boden, mache ich unbedingt so einen Kick. Geht jetzt hier in die Full Guard. Jihad und bearbeitet den Körper von Tony, der ohnehin schon schwer am Atmen ist. Das heißt, die könnte nachher noch spüren, wird noch mehr Luft rauben, diese Schläge. Schlägt ihm kurz den Mundschutz. Ende des Kampfes! Ich hab genug gesehen. Da ist der Mundschutz halb rausgeflogen von Tony the Trouble supportiert. The Punisher Akiba hier erfolgreich in seinem nächsten Match. Das offizielle Urteil. Sieger durch Knockout nach 2 Minuten in Runde 2. Die rote Ecke. Jihad the Punisher Akiba.